Liebe Zuseherinnen, ich freue mich heute, Sie hier zu unserem Thema begrüßen zu dürfen. Wir haben heute das wichtige Thema Demokratie für die Zukunft. Ich darf ganz herzlich meine Gäste begrüßen. Das ist zu meiner Linken einmal den Karl Busel, Mitglied bei Mehr Demokratie e.V. München und auch in der katholischen Arbeiterbewegung tätig. Dann darf ich Dieter Kreis begrüßen, Stadtrat in Fürstenfeldbruck und Referent für Bürgerbeteiligung, und den Willi Drexler, wie auch Stadtrat in Fürstenfeldbruck und Referent für Integration, auch noch in der Caritas ganz aktiv tätig. Ja, wissen wir alle, wir haben eigentlich nur alle 4, 5, 6 Jahre irgendeine Wahl, wo der einzelne Bürger zur Wahl gehen kann und möglicherweise dort mal sein Häkchen machen kann und sagen, er ist damit nicht ganz einverstanden. So in diesem, sagen wir mal, Zwischenraum zwischen den Wahlen, was gibt es da für Möglichkeiten? Da haben wir zum einen einmal die Möglichkeit, die Bürgerinitiativen, das ist eine Möglichkeit, die man in Anspruch nehmen kann, aber die werden eben immer aufgrund gewisser Sachprobleme letztendlich gegründet. Ja. Die andere Geschichte ist eben ein Bürgerbegehren dann infolge dessen, oder Volksbegehren, wie man so schön sagt. Alle wissen wir, dass das letzte Volksbegehren das Rettet die Bienen waren, also das war ja auch sehr erfolgreich. Und last but not least, und das ist eine ganz wichtige Sache, das jetzt sehr stark in den Fokus gerückt ist durch 2019, sind die Bürgerräte. Ja. Bürgerrat ist ja 2019 in Deutschland das erste Mal letztendlich, hat das erste Mal stattgefunden, und die Bürger, und zwar zum Thema mehr Demokratie, genau dem Thema, warum wir heute hier sitzen. Und interessant an der ganzen Geschichte Bürgerrat, es waren eben 160 geloste Menschen auf Grundlage von Vorträgen und Diskussionen, die dann letztendlich zu einem Ergebnis gekommen sind. Ja, dieses Ergebnis ist jetzt so, dass eben daraus gewisse Vorschläge resultierten zur Stärkung der Demokratie. Und die Frage, die ich jetzt an die Runde stelle, könnte diese Form, nämlich die Einberufung von mehr Bürgerräten, eine zukunftsweise neue demokratische Grundordnung darstellen und somit eine weitere entscheidende Säule für alle wichtigen Entscheidungen sein. Ja? Also wir jetzt, jeder weiß, dass ich Gemeinwohlökonom bin, wir sagen ja auch, also wir brauchen so ein bisschen eine vierte Säule neben den jetzigen drei Säulen, und die vierte Säule ist eben die Souverän. Wäre das Bürgerrat etwas, was eurer Meinung nach Zukunft hat? Karl Busel, wie siehst du das? Ja, ich komme natürlich vom Verein Mehr Demokratie. Wir haben ja diesen ersten Bürgerrat dort auch mit initiiert und auch maßgebend dort an der Durchführung gearbeitet. Ich persönlich, jetzt neben der Tätigkeit für den Verein, sehe diese Methoden als sehr, sehr effizient an. Der Wolfgang Schäuble hat sich ja als bereit erklärt, die Schirmherrschaft zu übernehmen für das Thema Bürgerrat, was sehr außergewöhnlich ist, weil er steht ja auch relativ kritisch auch dem Thema Volksbegehren gegenüber, wahrscheinlich nach wie vor noch. Und seine Aussage war sehr erstaunlich für viele. Der sagte, die jetzige repräsentative Demokratie bekommt Probleme, die muss Ergebnisse liefern. Die Akzeptanz ist nicht mehr gut genug. So, und wenn sowas von einem Spitzenpolitiker kommt, dem man wirklich nicht unterstellen kann, dass er hier naiv diese Themen angeht oder überoptimistisch ist, dann muss man sich schon überlegen, wenn er recht hat, was tun wir denn dann? Ja, und jetzt zu sagen, wird schon wieder werden. Ja, im Moment ist die Akzeptanz halt nicht so gut. Wir sehen Randgruppen, die erstarken. Wir sehen bestimmte Dinge, die halt nicht mehr interessieren. Es gab auch so einen schönen Artikel in der Süddeutschen, die Verwahrlosung der Demokratie. Ja, ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Fand ich sehr, sehr interessant, wo jemand, der wirklich auch das Thema sehr, sehr gut kennt, sagt, wir müssen unsere Demokratie auch aktiv pflegen. Ja, also es ist wie eine Pflanze, die sich kümmert, die geht ein. Und ich denke, das gilt auch hier. So, und
Und jetzt ist das Thema nicht so ganz pauschal und mit einer Methode zu lösen, aber die Bürgerräte bzw. mehr direkte Beteiligung der Bürger würden natürlich aus unserer Sicht dazu führen, dass auch die Einzelnen mehr Motivation haben, sich um unsere bestehende Demokratie zu kümmern. Wir leben ja auf der Insel der Seligen. Ne? Wir haben im Vergleich zu dem, was die Flüchtlinge dort durchgemacht haben, haben wir eine funktionierende Demokratie, eine hohe Rechtssicherheit, die dadurch zustande kommt, dass wir eben diese Demokratiemechanismen haben, dass per Grundgesetz das Volk der Souverän ist. Und wenn jeder Einzelne Teil des Chefs hier ist, dann muss er sich auch der Verantwortung stellen. Und häufig hört man das Argument, alle 4 Jahre kann ich das, in der Zwischenzeit kann ich es nicht. Das stimmt natürlich nicht mehr. Ich habe sehr wohl Möglichkeiten, mich zu beteiligen. Aber wir kämpfen sehr, sehr intensiv dafür, auch im Verein, dass diese Möglichkeiten mehr werden und dass die einzelnen Bürger immer stärker motiviert werden, diese auch wahrzunehmen und dann auch sehen, das bringt doch was. Na, ich kann mich beteiligen, meine Stimme wird gehört und ich kann diese Dinge auch umsetzen. Und um das vielleicht ganz das Ganze abzuschließen, das ist so auch meine Intention, wo ich auch viel Zeit investiere, dass man eben solche Mittel schafft, mit denen ich die einzelnen motivieren kann, ihre Verantwortung wahrzunehmen, nicht nur zur Wahl zu gehen, sondern wirklich auch Themen, die wichtig sind, anzugehen und in solchen Themen, vielleicht schaffen wir es Bürgerräte hier zu initiieren, in kommunalem Umfeld, in bundesweiten Umfeld und über diese direktdemokratischen Mittel wirklich mitzubestimmen und aktiv zu werden. Aus meiner Sicht ist Bürgerbeteiligung, Bürgerräte eine gute Form, eine gute Ergänzung der parlamentarischen Demokratie. Und ich gehe jetzt ganz besonders auf die Bürgerräte ein und nicht auf die Art der freiwilligen, sage ich mal, Bürgerbeteiligung, wenn man jetzt so Bürgerversammlung hat, wo Interessierte hinkommen oder Bürgerinitiativen, da sind Betroffene dabei. Bürgerräte ist halt eine andere, eine neue Form und die ist für mich ein super Instrument, weil dort Leute, die sich vielleicht bisher noch nicht so viel mit Politik beschäftigt haben, dann sich mit einem solchen Thema auseinandersetzen müssen. Weil gerade Bürgerräte gelost werden. Und gerade auch, wenn man jetzt sagt, man macht eine Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung, ist es repräsentativ für diese Gesamtbevölkerung. Und damit haben wir eine höhere Legitimation, was ich auch jetzt am Mittwoch bei uns im Ausschuss erlebt habe, komme ich gleich noch zu, was wir da gefordert haben, weil dort tatsächlich immer ist, in Bürgerversammlungen kommen immer diejenigen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, die Lautsprecher und die eigentlich vielleicht auch eine dezidierte Meinung haben, aber sich nicht äußern wollen, bleiben dann eher im Hintergrund und äußern sich nicht. Und wenn wir jetzt eine geloste, tatsächlich einen gelosten Bürgerrat auch auf Kommunalebene haben würden, wäre das aus meiner Sicht ein total wichtiger Schritt, weil dadurch dann die Politik erfahrungsgemäß, wir haben es in Irland gesehen, wir haben es jetzt an dem Bürgerrat Demokratie gesehen, dass dort durch die Politik eine höhere Akzeptanz da ist, weil wir halt wissen, die Gesamtbevölkerung ist repräsentiert in so einem Bürgerrat, dann auch zu sagen, wir akzeptieren die Ergebnisse und können das dann auch umsetzen. Wir haben ein Problem noch in unseren Parlamenten und das ist, dass wir dort, die Politiker sind immer abhängig von den Wahlen. Wir haben, ich sehe es selber so teilweise bei uns, wenn wir jetzt sagen, es geht auf die nächsten Wahlen zu, wie positioniert man sich, was für Aktionen macht man, was für Aussagen, wie entscheidet man, was für Anträge stellt man jetzt noch eben schnell, damit man vielleicht bei den Wählern noch gut irgendwie rüberkommt. Und wenn es dann so konfliktäre Fragen gibt, sagt man vielleicht eher, oh, das schieben wir jetzt auf die nächste Legislatur, das machen wir jetzt nicht mehr, wir wollen das jetzt nicht mehr machen oder wir treffen einfach keine Entscheidung, weil das ist so ein heißes Thema. Ich sag mal bei uns in Fürstenfeldbruck, unser ewiges Thema B2-Verlegung. Es wird seit Ewigkeiten immer um das Thema rum geredet. Es wird Bürgerbegehren, wird gemacht, Ratsbegehren, alles Mögliche wird entschieden. Und wir haben beim letzten Mal, als wir es, glaube ich, bei uns im Stadtrat entschieden haben, ob wir uns für einen Tunnel entscheiden sollen oder es anmelden sollen für den Bundesverkehrswegeplan, gab es ein Patt.
Und das sind eigentlich Situationen, wo ich denke, da haben wir eigentlich als ja auch nicht mehr so diese Handlungsspielräume als Stadtrat, wo wir uns dann gegenseitig blockieren und dann einfach sagen, vielleicht können wir diese Blockade aufheben, indem wir einfach dieses Instrument und diese Entscheidung, diesen Punkt an die Bürger geben und einfach sagen, ihr arbeitet euch ein und ihr entscheidet jetzt und wir als Politik lehnen uns zurück und sagen so ein bisschen, ihr Bürger, wir vertrauen euch, das ist natürlich ganz wichtig dabei, man muss dem Bürger vertrauen, aber wenn man das macht, kann man, glaube ich, sehr viel gewinnen, auch sehr viel an Vertrauen zurückgewinnen, weil dann die Bürger, die vorher vielleicht auch in diesem Bürgerrat sind und sich nicht mit Politik so viel beschäftigt haben, dann sich damit beschäftigen und dadurch dann auch politischer werden. Das ist aber eine sehr interessante Geschichte natürlich, dass jetzt plötzlich jemand zu seinem Glück gezwungen wird. Er muss sich da irgendwo einbringen. Wir kennen in anderen Ländern ja auch sowas wie die Wahlpflicht. Du musst zur Wahl gehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, hat der Dieter das angesprochen, wir kämpfen damit, dass die Leute überhaupt zum Wählen gehen. Gerade in der Kommunalpolitik, wenn du 50% erreichst, musst du eigentlich, Wahlbeteiligung musst du eigentlich froh sein. Ich habe es ja erlebt, jetzt hole ich zwar ganz ein bisschen aus, bei der letzten Kommunalwahl, wo nur der Stadtrat gewählt wurde, wir sind gar nicht losgezogen, dann wählt uns, sondern geht's zum Wählen. Ja? Und auch da war schon, ich weiß nicht was, oder es wird sowieso nicht das gemacht, was ich will. Und da ist eigentlich das mal auch, wo ich auch die Gefahr ein bisschen sehe, bei den Bürgerräten. Es wird sich wahrscheinlich durchaus da innerhalb dieser gelosten Personengruppe wieder eine neue Hierarchiestruktur irgendwo herausbilden. Weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, weil normalerweise, wenn ich so schaue, wenn ich die Gruppen anschaue, da gibt es eine Gruppendynamik und die einen bringen dann Kompetenzen und Motivationen ein und die weniger motiviert sind. Ja, ich bin da froh, wenn mir jemand da sagt, das ist nicht so. Ja? Wenn alle mitmachen, dann wäre das eine tolle Geschichte natürlich. Und ich frage mich natürlich, wenn ich jetzt da rein gelost werde, was passiert dann, wenn ich aber gar keine Lust und keine Zeit dafür habe? Ja, also da kannst du doch noch was sagen. Ja, es ist einfach, kann ich gerne nachstellen. Die ich nachstellen möchte. Ja. Aber gehen wir einfach nochmal zurück zu dem mit dieser Wahlbeteiligung. Ja. Einer von unserer ältesten Stadtrat hat immer gesagt, ja, es gibt eine Hohl- und eine Bringschuld, ja, was die Informationen anbelangt. Und das habe ich eigentlich bei allen Wahlkämpfen nach außen immer wieder erlebt, dass die meisten sagen, ach, es geht mir ja gut, was soll ich mich da auseinandersetzen, ich habe keine Zeit, keine Lust, ich gehe lieber zum Golfen, ich gehe zum Fußballspielen oder sonst irgendwas und Politik lasse ich halt laufen, tut mir ja nicht weh irgendwo. Oder die anderen, die ganz bestimmte Interessen haben, die Lobbyisten eigentlich sind, ja, für ihre Straße, die B2 ist der Klassiker, die sind hier ganz in der Nähe, wo der Tunnel hätte vielleicht gebaut werden sollen. Alle, die auf der Ecke wohnen, da gab es ja schon mal die Deichensteckklasse, die haben gesagt, ja, auf gar keinen Fall gibt es das, ja. Dann gab es aber auch schon Überlegungen, man baut die auf der anderen Seite der Stadt, ja. Da gab es die gleichen Lobbyisten, ja, bei uns doch nicht, ja. Und damit erzeugt man natürlich einen Stillstand. Ähnlich ist es natürlich jetzt, das habe ich auch wieder erlebt bei den Wahlkämpfen, der eine Verein sagt, ja, ohne dass man es festmachen kann, ich brauche ein Eisstadion, ich brauche einen Fußballplatz. Und der Nächste sagt, ja mein Gott, wir sind ja Schützen, wir wollen ja auch noch irgendetwas. Also jeder will eigentlich seine Interessen irgendwo haben. Ich sage jetzt mal so, von Seiten der Politik habe ich die Erwartung, dass eine gewisse Moral vorhanden ist, dass man nicht nur den eigenen Lobbyisten oder die mir irgendwo zur Mehrheit helfen, nachgebe, sondern auch an die denke, und ich bin halt bei der Integrationsreferent, und jetzt bin ich, glaube ich, auch mit einer gewissen Leidenschaft, an die denke, die jetzt nicht in der Lage sind, sich für ihre Interessen so zu äußern, dass sie damit auch Erfolg haben. Ja? Und ich glaube, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Egal, ob wir jetzt einen Bürgerrat haben oder ein gewähltes Parlament, ein klassisches gewähltes Parlament haben. Aber ich denke, Demokratie lebt natürlich auch davon, dass die Minderheiten auch ihren Platz haben. Klar, wir haben vorhin gesagt, es gibt Minderheiten, die wollen die anderen Minderheiten wiederum nicht haben. Dann wäre es natürlich irgendwo kritisch. Ja? Wir kennen ja die Geschichten mit der Todesstrafe. Wie oft würde die von einer Mehrheit der Bevölkerung eingefordert werden, wo wir aber sagen, das ist natürlich mit unseren Grundrechten überhaupt nicht vereinbar. Und da kommen wir natürlich in der Demokratie sehr schnell in die Bredouille, ob wirklich immer das nur geht, was die Mehrheit wirklich will. Und vor allen Dingen, wie wird die Stimmung auch gemacht? Ja? Wir haben ja genügend Populisten, die das hervorragend verstehen, das ist gerade in der internationalen Politik, die Leute auch entsprechend zu manipulieren, dass sie das wollen, was andere sagen, das ist ja völlig absurd irgendwo. Ja? Also dahingehend, sage ich mal, es bedarf sehr viel Information und Motivationsarbeit. Fängt natürlich in der Schule an. Es gibt eigentlich die
alten klassischen Fächer wie Sozialkunde, die meisten interessiert mich eigentlich überhaupt, wie konnte ich das überhaupt brauchen. Auch Geschichte hat mich zu meiner Jugend auch nicht besonders interessiert, versteht man erst später, dass es eigentlich wichtig ist irgendwo. Aber da fängt es an. Ich möchte jetzt einmal kurz darauf antworten, weil die Frage ja recht konkret zu Bürgerräten ging. Niemand hat behauptet, dass es einfach ist. Mhm. Ja, die Diskussion, wie man sowas macht, die ist sehr intensiv geführt worden und das kann man auch gut nachlesen. Um genau diese Dinge, Gruppendynamik und sonst was zu vermeiden, sind solche Bürgerräte typischerweise so organisiert, dass man dort in moderierten kleinen Gruppen redet. Also das ist nicht wie eine Bürgerversammlung, wo man 160 Leute zusammentut und dann schaut, was passiert, sondern die Idee dabei ist, dass man in der Regel einen ganzen Tag wirklich zu diesen Themen intensiv informiert. Das heißt also Fachleute einlädt, Vorträge hält, im Vorfeld den Teilnehmenden Dinge zuschickt, sodass sie die dort einarbeiten können und dass man in diesen moderierten Gruppen diskutiert. Weil der 18-jährige Lehrling, der neben dem Professor oder neben dem Stadtrat sitzt, der kommt da sonst nie zu Wort, genau, weil er immer das Gefühl hat, er kann ja da eh nicht mithalten. Also von daher, wenn man das gut moderiert, und das kann man auch nachlesen in diesem ersten Bürgerrat in Deutschland, da hat es gut funktioniert. Die Leute waren da erstaunlich positiv. Man kann natürlich ablehnen, es ist ja kein Zwang, dort teilzunehmen. Und das hat gut funktioniert. Also genau diese Idee zu sagen, man nimmt sich die Zeit und investiert auch das Geld, um Leute einzuladen, die referieren zu lassen und dann die Möglichkeit zu haben, dort entsprechend auch Fragen zu stellen. Und erst dann kann man diskutieren, aber dann Mitte nicht frei diskutieren, sondern in kleinen Runden, in Fünfergruppen oder Zehnergruppen, je nachdem wie groß man das machen will. Fünfergruppen haben sich da ganz gut bewährt, und das moderiert zu diskutieren, also da Leute einzuladen, die auch sowas können und dann abzustimmen, und zwar öffentlich abzustimmen zu diesen Themen. Mit Spielregeln praktisch, das höre ich da immer raus. Genau. Die uns zum Teil im Stadtrat oft fehlen. Ja? Genau. Und da die Leute sich untereinander nicht kennen, entsteht auch dort weniger Gruppendynamik als in Gruppen, wo man sich lange kennt. Also das sind ein paar Vorteile, die dort eigentlich gut funktioniert haben. Dann kam auch natürlich so die Frage, über was kann man denn abstimmen. Na, das ist auch so diese Thematik, die darüber hinausgeht. Und dort sind die Spielregeln für Volksentscheide auch immer die, das muss vom Grundgesetz her abgedeckt sein. Also es gibt natürlich eine Zulassung für solche Dinge, und diese Zulassung, die muss erfolgen, also muss so einen Entscheid anmelden, und der Einspruch kann immer erfolgen durch die Gerichtsbarkeit. Also wenn die Juristen sagen, also wenn ein Gericht sagt, das Todesstrafe ist nichts, brauchen wir nicht abstimmen. Auflösung der Bundesrepublik brauchen wir auch nicht drüber abstimmen, ist vom Grundgesetz nicht gedeckt. Also auf dieser Ebene muss man dann schon reden. Und der dritte Punkt, auf den ich noch ganz kurz eingehen will, ist natürlich, muss sich die Politik und die Leute, die gewählt sind, ihre Verantwortung stellen. Ja, also das ist jetzt nicht eine Methode, um zu sagen, ich delegiere da einfach. Das ist mir jetzt zu schwierig, ja, also das mache ich jetzt mal nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich immer wieder Situationen, wo man Patt hat. Ja, was tut man denn dann? Und die Grundidee ist schon, so ein Bürgerrat dann auch als neutralen, gelosten, als geloste Gruppe an Personen zu definieren, von denen man dann erwartet, dass sie dort einen Vorschlag erarbeiten. Dieser Vorschlag kann nie so tief gehen, dass da eine Gesetzesvorlage rauskommt, aber viele Dinge sind mit gesundem Menschenverstand zu lösen. Das wissen die Stadträte auch, das wissen die Parlamentarier auch. So, und wenn ich so einen Bürgerrat wähle, dann gibt es da keinen Parteienproporz, da gibt es keine Parteilinien, da gibt es auch keine persönlichen Interessen. Die Personen tauchen in der Öffentlichkeit nicht aus, der hat keinen Vorteil, wenn er dafür oder dagegen stimmt, sondern da kann man dann wirklich über Dinge diskutieren, entlang von Sachlinien, wie das so schön heißt, und die Emotionen raushalten, wie das in Irland erfolgt ist. Das hat ja so die Runde gemacht. Ja, Irland erzkonservativ, die haben dort über das Thema Homo-Ehe abgestimmt, was die Politik nie gemacht hätte. Das ist ein Thema, das ist nicht so enorm wichtig, dass man da große Katastrophen erwartet. Es ist ein sehr unangenehmes Thema, wo man sagt, nee, das diskutieren wir lieber nicht. Und es gibt da bestimmte Haushaltsthemen oder lokale Themen, die man dort durchaus gut abstimmen kann. Und das ist so wie ein Schiedsrichter vielleicht zu sehen. Man sagt, wir kriegen es nicht hin, wir haben Patt.
Ja, entscheidet ihr mal, da hat man Grund und kann vielleicht auch als Politiker darauf verweisen. Und diese Bürgerräte, die sollten natürlich entweder einberufen werden, im Fall der Bundesrepublik, im ersten Bürgerrat war es vom Parlament, ja, der Parlamentspräsident, der Bundestagspräsident Schäuble hat es dort übernommen, gesagt, den berufen wir jetzt mal ein, schauen wir mal, was da passiert, ob da was Gescheites rauskommt. Und wenn dort gute Ergebnisse rauskommen, dann können wir uns überlegen, ob wir denen folgen. So, und er sagte dann ganz interessant, eigentlich im Schlussstatement dann dazu, ja, wenn man sowas macht, und dann wissen die Bürger, ja, das ist ein Rat, den sie geben, der muss nicht befolgt werden. Aber man könnte ihn gut verbinden mit dem Volksentscheid. Das heißt also, wenn man sich dann immer noch nicht durchsetzt, dann kann man in der einen oder anderen, einen vorgelagerten Volksentscheid mit Bürgerrat und dann eine Abstimmung, wenn die Politik das nicht hinkriegt, dann kann man wirklich so einen Weg auch gehen, wo man sagt, es ist wie eine Gesetzgebung dort zu sehen, wo man auch solche Gremien dann wesentlich mächtiger macht als heute. Oder in Ostbelgien zum Beispiel gibt es eine belgische Region, in der Deutsch gesprochen wird, die haben so einen Bürgerrat fest etabliert. Ja, mal schauen, ob das auf Dauer geht. Das läuft jetzt 2-3 Jahre. Und die haben dort zyklisch Bürgerräte, die im Parlament sitzen. Also geloste Bürger, ja, die dann wieder von der Bürgerratsversammlung dort entsandt werden. Und die sind dann mal ein halbes Jahr oder irgendwas in der Größenordnung dort im Parlament vertreten mit auch vielen Rechten. Sowas könnte man sich schon vorstellen. Also man kann, der Punkt ist ganz valide. Das ist nicht einfach und es ist kein Selbstläufer. Also man muss dort schon das ernst nehmen, auch Zeit und Geld investieren, um diese Bürgerräte richtig aufzusetzen. Und dann ist es auch ein sehr valides und mächtiges Instrument. Also Minderheiten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der kann man nachlesen. Es gibt eine Internetseite, bürgerrat.de. Da sind diese Dinge intensiv beschrieben, wie ausgelost wurde. Und ich kann natürlich, bevor ich auslose, sagen, wie will ich das Verhältnis dort haben? Wie viel männlich, wie viel weiblich, wie viel in welcher Altersgruppe, wie viel von bestimmten Minderheiten. Also da war zum Beispiel auch eine Minderheit stark vorgesehen, das waren die Migranten. Also wir haben so und so viele Migranten, oder Migranten ist jetzt falsch, Bundesbürger mit ausländischen Wurzeln. Ja, und die wollen wir dort auch vertreten haben, in der Größenordnung, in der sie die Bevölkerung vertreten. Und da muss man sich aber die Mühe machen, weil ich natürlich weiß, wenn ich dort 10 anschreibe, trauen sich einfach 8 nicht. Ja? Muss ich vielleicht ein bisschen mehr anschreiben. Ja? Oder ich muss auch schauen, dass ich mehr Junge anschreibe oder in bestimmten Regionen mehr anschreibe, wo ich weiß, die sind sozial schwach. Da trauen sich viele nicht. Also die Arbeit und die Mühe muss ich mir machen, um so einen Bürgerrat dann auch so zusammenzustellen, dass er die Bevölkerung in der Region oder in Deutschland auch wirklich repräsentiert. Wir haben jetzt für den Fliegerhorst jetzt mal vereinbart, dass wir machen eine Bürgerbeteiligung und wir werden dort, werden die Büros, die anbieten, dort auch zum Thema Bürgerrat Stellung nehmen müssen und sagen müssen, was halten Sie von einem Bürgerrat? Bietet ihr das mit an oder nicht? Und dann haben wir als Ausschuss, als Stadtrat immer noch die Möglichkeit zu sagen, wollen wir das wirklich mal wagen, einen Bürgerrat hier tatsächlich zu machen, weil der Fliegerhorst ist aus meiner Sicht das wichtigste Projekt in Bruck in den nächsten 50, 100 Jahren. Extrem wichtig. Es gibt konträre Meinungen, was wir da machen, und da die Bürger zu fragen, was wollt ihr eigentlich auf diesem Gelände? Ja? Soll das Wohnbau sein? Soll das Gewerbe? Soll das eine Mischform sein? Soll das ein ökologischer Musterstadtteil werden? Was auch immer. Und da brauchen wir natürlich als Politiker auch den Mut, solche Fragen mal abzugeben und dem Bürger zu vertrauen. Ganz, ganz kurz vielleicht dazu. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist bei diesen Mitteln der direkten Bürgerbeteiligung, ist, es muss, wie es habe ich in der Schule gelernt, wie ein Vertrag aufgesetzt sein. Ein Vertrag muss klar und wahr sein. Das habe ich mir gemerkt. Ja? Und das gilt für diese Dinge auch. Das heißt also, wenn man sowas angeht, dann muss man ganz klar sagen, über was dürft ihr entscheiden und wie wird es sein. Weil wenn dort Hintergedanken dabei sind, dann sagen wir, die Bürger entscheiden lassen, schauen, sowas kommt raus, dann ist das natürlich nicht fair. Also man muss diese Dinge auch wollen. Das darf kein
Feigenblattpolitik sein, sondern man muss wirklich ganz klar sagen, über was entscheiden wir und wie wird es umgesetzt. Und wenn das klar ist, dann weiß man auch oder muss damit rechnen, sage willkommen in der Politik, dass wenn ich für irgendwas bin und das nicht durchkriege, dann wird es ja nicht umgesetzt. Das Risiko habe ich, egal wie gut es ist. Ja, wenn es nicht geht, weil die Finanzmittel fehlen oder sonst was, oder es rechtlich nicht geht, dann muss ich auch damit leben. Nur man muss das ganz klar vorher kommunizieren. Über was wird hier entschieden und wie wird entschieden? Wie geht es weiter? Weil ansonsten ist es frustrierend. Da hängt sich jemand rein, investiert viel Arbeit und hat dann das Gefühl, die haben mich da verarscht. Also das war nie ernst gemeint. Das darf nicht passieren. Also wenn man sowas aufsetzt, muss man es wirklich ernsthaft aufsetzen. Ich sehe halt auch immer ein bisschen die Gefahr dabei, dass es schon auch Vorbehalte von den Politikern gibt. Und zwar einfach aufgrund dessen, weil Politiker und Verwaltung auch befürchtet im Prinzip, dass sie ein bisschen an Einfluss verlieren. Ja? Das ist einfach so und das ist einfach immer wieder, schwingt es auch ein bisschen mit, aber auch umgekehrt muss man sagen, auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist das Bewusstsein, dass sie verstärkt mitwirken können oder dürfen, im Grunde auch noch nicht wirklich angekommen. Also ich bin großer Freund davon, das auf die Kommunalebene runterzubrechen. Ich habe ja schon die Beispiele genannt, weil wir auch diese konträren Meinungen im Stadtrat haben, da einfach zu sagen, wir nehmen uns zurück und wir sind sonst, gerade der Stadtrat in Bruck ist immer sehr, sehr kampfeslustig, doch auf den eigenen Positionen zu beharren und dort nicht abzuweichen und so etwas mal aufzubrechen. Es ist auch so eine Art Pattsituation, wo man einfach sagt, es gibt dann die verschiedenen Möglichkeiten, Meinungen, wir werden uns nicht einig und wenn wir da das auf Kommunalebene tatsächlich mal versuchen, weil wir haben dieses Beispiel von der Bundesebene, wir da die Leute erreichen, dass die wieder anfangen, sich mehr für Politik zu interessieren, weil wir diese gelosten oder durch diese gelosten Bürgerräte Leute bekommen, sich mit dem Thema zu befassen, die es vorher nicht gemacht haben, werden sie sich auch mit anderen Themen beschäftigen und dann vielleicht auch für bundes- oder landespolitische Sachen wieder mehr Interesse haben. Ich glaube, das ist ein erster kleiner Baustein, um wieder mehr Vertrauen in die Demokratie und auch in die parlamentarische Demokratie zu bekommen. Das muss vertraglich ganz klar definiert sein, damit die Bürger dann also nicht unterm Strich das Gefühl haben, es war umsonst, was sie gemacht haben, was ja durchaus leider Gottes immer wieder vorkommt. Ich finde es natürlich ein sehr begrüßenswertes Modell, das man unbedingt ausprobieren muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Bürgerrat auch an seine Grenzen kommt. Das erleben wir selbst als gewählte Stadträte, mit einer sehr starken Maße auch den Gutachtern vor allen Dingen inzwischen ausgeliefert. Wir kriegen ja die komplexesten Sitzungsvorlagen, die eigentlich ohne fachliches Wissen gerade erst im speziellen Bereich oft gar nicht wirklich bewertbar sind. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass natürlich ein Bürgerrat, der gewählt ist, dass dem sehr viel anders geht. Ja? Da kommt einer und sagt, so ist es. Dem kann ich unter Umständen oder wahrscheinlich gar nicht widersprechen, weil ich eben diese professionelle Kompetenz gar nicht einbringen kann. Ich kann zwar versuchen, das zu verstehen, oder wenn es eine gute Vorlage ist, wenn vielleicht verschiedene Wege aufgezeigt werden, wo mir noch eine Handlungsoption bleibt, dann ist es okay. Aber wenn der Gutachter von vornherein sagt, in diese Richtung geht es und was anderes gibt es eigentlich nicht, dann bleibt auch dem Parlamentarier eigentlich fast keine Handlungsmöglichkeit. Ja, eben, dann braucht er keinen Bürgerrat. Das passiert uns leider immer häufiger. Und was natürlich auf der anderen Seite, wo wir eigentlich diese Bürgerräte hätten und wir sie kaum irgendwo dazu bringen, dass wir sie wirklich dafür aufstellen lassen oder dass sie eben legitimiert werden. Ich denke, mehr Bürgerbeteiligung, ohne dass es die reinen Lobbyisten sind, die nur ihre Straße da haben wollen oder die Straße weghaben wollen, finde ich das durchaus sehr gut. Denn in der Kommune, glaube ich, ist für Otto Normalbürger noch überschaubarer, als wenn sich jetzt die um die große Bundespolitik kümmern sollen. Da wo ich sage, ich durchschaue das ja auch nicht mehr, was alles hinter den Gardinen für diplomatische Rücksichten genommen werden müssen. Ja. Da bin ich dann verloren irgendwo. Aber in der Kommune weiß ich noch ungefähr, wie die Sache abgeht oder so. Ja. Also klar, es geht um die menschliche Natur. Ja. Menschen zu motivieren, was zu tun, ist nicht einfach. Man sollte sich dieser Aufgabe stellen, um die Chance dort wahrzunehmen, genau diese Effekte wegzukriegen und wirklich darzustellen, du kannst was bewegen. Zum Thema Bürgerhaushalt, ich glaube, dass da, wenn wir das jetzt uns anschauen, wir haben
Also wichtig ist, dass man es gescheit macht. Ja? Also es ist jetzt nicht, ich finde nicht, dass es gescheitert ist, weil wir haben es zum Beispiel in Bruck, soweit ich das weiß, noch nicht ausprobiert. Mhm. Wir sind jetzt dran, ich werde das deinem Fraktionskollegen, wollen wir jetzt einen Antrag ausarbeiten, dass wir einen Bürgerhaushalt für 2021 einführen, dass ein Teil des Projekts, des Budgets tatsächlich der Bürger bestimmen kann, was soll denn mit dem Geld passieren. Mir schwebt dann noch vor, zusätzlich auch noch so Bürgerprojekte zu machen, so kleine, halt einen kleinen Teil von diesem Bürgerhaushalt, wo die Bürger dann nicht nur sagen, ah, das soll jetzt irgendwo, ich sag mal, ein Grünstreifen als Blühfläche gestaltet werden, sondern dass die Bürger dann auch noch nicht nur das Geld, über das Geld verfügen, also quasi entscheiden können, da wird eine Blühfläche gemacht, sondern auch noch, ja, ich darf es dann selber umsetzen. Also das halte ich zum Beispiel auch noch neben dem Bürgerhaushalt für ein ganz tolles Projekt, wo man die Bürger mitnehmen kann und einbeziehen kann. Und gerade wenn es jetzt auch um junge Leute geht, um digitale Formen, finde ich jetzt diese Software-Konsole wirklich gut. Und was aus meiner Sicht fehlt momentan, ist so ein bisschen so die Bekanntheit dafür. Sowohl für die Software als auch für den Bürgerhaushalt. Mhm. Das sind alles noch Themen, die man normalerweise, da muss man wirklich nachsuchen. Man wird nicht drauf gestoßen und es bedarf eigentlich Initiativen eigentlich, dass solche Sachen dann mal in die Kommunalparlamente reinkommen und dann auch in den Haushalt reinkommen, dass man jetzt wirklich einen Bürgerhaushalt auch bekommt. Da ist dann wichtig, dass man es gescheit macht, dass man Transparenz drin hat, dass der Bürger tatsächlich die ganze Zeit mitgenommen wird, in diesen Prozess einbezogen ist, nicht nur entscheidet und dann sagt, ja, und irgendwann, oh, sieht da, ich habe darüber entschieden und am Ende kommt aber ganz was anderes raus. Das wäre natürlich dann auch nicht so im Sinne. Wir brauchen für so einen Bürgerhaushalt und auch für diese Software tatsächlich eine Verwaltung. In der Verwaltung müssen engagierte Leute sitzen, die das vorantreiben wollen. Wir brauchen auch dann die Stadtspitze, Bürgermeister, Oberbürgermeister, die dann auch dahinter stehen. Und ich glaube, wenn wir so etwas bekommen, dann können wir das tatsächlich auch umsetzen. Da stehen die Chancen gut. Also ich würde dafür auch werben, wenn wir so etwas tatsächlich dann mal auch in dem Sinne ausprobieren. Ja, das ist genau wie ein Bürgerrat. Wir müssen es jetzt mal wagen und schauen und einen Geldbetrag von vielleicht 100.000 Euro, sage ich mal so, vom Budget einfach mal nehmen und sagen, darüber darf jetzt mal der Bürger entscheiden. Auch das ist ein Instrument, finde ich, durch das wir tatsächlich sehr gut auch die Bürger wieder mit einbeziehen können. Ich gehe davon aus, das würde viele motivieren, dort aktiv zu werden, weil sie sagen, das bewegt mich und das sind Themen, die interessieren mich nicht nur, sondern sind für mich lebensnotwendig und wenn ich dort mitwirken kann, aber so mitwirken kann, dass auch meine Stimme gehört wird und dass ich auch das Gefühl habe, ich werde dort ernst genommen, dann bin ich der Meinung, könnten wir schon einige Bürger oder relativ viele Bürger dort motivieren, aktiv zu werden. Man wird nie alle motivieren können. Ich denke, das ist auch klar. Aber diejenigen, die Interesse daran haben und bereit wären, dort Zeit zu investieren, die könnte man mit sowas erreichen. Ja, wir kommen jetzt schon zum Abschluss unserer Sendung heute. Bis jetzt schon sehr, sehr interessant. Erfahrungen, die wir hier alle miteinander teilen. Und so generell meine Abschlussfrage ist, die würde es auch immer geben, so ein bisschen bitte eure Vision darzustellen, aber bitte ganz kurz in ein, zwei Sätzen zu unserem Thema, dass ihr bitte unsere Division darstellt. Karl, darf ich wieder mit dir beginnen? Mein Wunsch wäre, dass wir es schaffen, Mittel zur Verfügung zu stellen, wie Bürgerräte, Volksentscheide, die es erlauben, in Deutschland dem Souverän, ja, dem Volk, dem einzelnen Bürger, aktiver mitzubestimmen, als wir es jetzt tun, um unsere Demokratie lebendig zu halten. Meine Vision ist, dass wir in Fürstenfeldbruck in der Frage der B2-Verlegung tatsächlich einen Bürgerrat einberufen, dass wir dort diesen gordischen Knoten dadurch zerschlagen, diese Pattsituation, indem wir in den nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren tatsächlich die Bürger darüber abstimmen sollen, ob wir, ich sag mal, die B2 verlegen, die B2 einen Tunnel machen, was auch immer dort passiert. Das wäre meine große Vision, weil dann hätten wir wirklich
ein Jahrhundertprojekt dann mal, sagen wir, auf den Weg gebracht, wo man auch, wohl auch der Stadtrat dann dahinter stehen könnte, wenn die Bürger das so entscheiden. Ich denke, wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass der Wert der Demokratie auch erhalten bleibt. Ja, dass es wertgeschätzt wird, dass wir eine Demokratie haben, dass wir Grundrechte haben, die unantastbar sind. Weil momentan sehe ich auch im Rahmen jetzt von Corona, dass manche Menschen sagen, das gibt jetzt überhaupt nicht mehr. Nein, das muss erhalten bleiben und da müssen wir alles dafür tun. Und dazu gehört eben auch, dass wir Menschen einbeziehen, die formell noch nicht den Bürgerstatus haben, also keine Möglichkeit haben, selber zu wählen, sondern dass alle Menschen, die jetzt in einem Gemeinwesen irgendwo hier wohnen, die ihren Lebensmittelpunkt haben, dass die sich auch trauen, dass man sie einbezieht, dass sie einbezogen werden, aber dass sie die auch trauen, sich einzubringen. Das, denke ich, gehört eben auch mit dazu. Sei es jetzt, ob es um junge Menschen geht, ob es Menschen geht, die neu zugezogen sind. Ich sage jetzt gar nicht unbedingt das Wort Migranten jetzt in den Mund, sondern einfach nicht nur die Alteingesessenen, sondern auch die Neuzugezogenen, die gestalten das Gemeinwesen und das soll man gemeinsam machen. Und dann ist es auch letztendlich unsere Stadt.